Hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeModa und heute würde ich Ihnen gerne etwas zur Kontoeröffnung und zu den Grenzen einer Kontoeröffnung, ab wann man traden, investieren kann. Und hierzu habe ich einmal drei Beispiele mitgebracht. Einmal TradeStation Global, wo die Kontoeröffnung mit 1000 Dollar oder äquivalent zu 1000 Dollar, also ca. 900 Euro, beginnt. Da hat man in der Regel ein Cash-Konto, also ein Cash-Account bei anderen Brokern, wie jetzt direkt bei Interactive Broker, was wir auch supporten, geht es direkt mit eigentlich schon dem ersten Euro los, haben sie aber auch nur ein Cash-Konto. Und als drittes Beispiel habe ich mal einen US-Broker mitgebracht, und zwar TradeStation Securities. Das waren auch die Broker, die wir in dem letzten Video als Plattformen einmal verglichen haben und ihnen Informationen dazu bereitgestellt haben. Das Video finden Sie hier in der Playlist. Und hier ist es so, dass man generell damit mit 500 Dollar starten kann und das Konto eröffnen kann. Aber denke mal, wichtiger ist es, wann man dann wirklich auch verschiedene Produkte handeln kann. Und da ist eine Grenze ganz entscheidend. Ich schreibe sie hier einmal rot mit an. Das sind im Prinzip 2000 Dollar. Ab 2000 Dollar hat man ein Margin-Konto, und Margin-Konten geben Ihnen im Prinzip die Möglichkeit, dann auch verschiedenste Produkte wie Futures zu handeln, wie Optionen, sodass man sagen kann, das ist generell bei allen Brokern gleich. Das sind so die Mindestanforderungen für Margin-Konten, wo man dann auch leer verkaufen kann, also wo man wirklich dann auch keine Beschränkungen hat für den Handel selbst. Und das wäre auch das, was ich so als Startkapital empfehlen würde, wenn man dann auch in andere Produkte wie Optionen oder Futures investieren möchte. Falls jemand unter 1000 Dollar mit Investieren oder Trading beginnen möchte, wenden Sie sich einfach direkt über das Kontaktformular an uns. Wir helfen Ihnen dann auch gern, auch für TradeStation Global oder Interactive Broker bieten wir Ihnen gern Lösungen auch für kleinere Konten an. Und ansonsten glaube ich, was hier noch ganz wichtig ist, zu wissen, ab welcher Größenordnung man dann vielleicht mit einem Daytrading beginnen kann oder auch, sage ich mal, ein Stück weit seinen Lebensunterhalt vielleicht damit verdienen kann. Beim Daytrading ist es so, das hatte ich glaube ich auch schon mal in einem der vergangenen Videos erklärt, dass wir hier eine Grenze, ich hoffe, das kann man lesen, hat die 25.000 Euro oder Dollar, besser gesagt, bedeutet. Beim Daytrading ist im Prinzip immer eins zu beachten, das ist auch generell bei allen Konten gleich. Das heißt, es sind 25.000 US-Dollar, um Daytrading für Aktien zu betreiben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das hatten wir auch in einem der letzten Videos, was Sie hier mit nachlesen oder nachschauen können, dass wir auch Möglichkeiten haben, dies zu umgehen. Ansonsten hat man die Grenze 25.000 US-Dollar, um Daytrading für Aktien durchzuführen. Und sehr häufige Frage, die immer gestellt wird, ist, wo kann man denn wirklich dann den Lebensunterhalt damit verdienen? Jetzt würden vielleicht viele sagen, mit 25.000 US-Dollar kann ich ja Daytrading betreiben. Wenn Sie sich das wirklich als Reserve im letzten Jahr angespart haben, muss ich ganz klar sagen, das reicht natürlich noch lange nicht aus, um davon leben zu können, weil Sie müssen immer berücksichtigen, dass auch mal ein Monat ist, wo Sie nicht erfolgreich sind. Und da muss man schon sagen, kommt natürlich darauf an, was Sie auch für Lebenshaltungskosten hat, dass man hier im sechsstelligen Bereich beginnen sollte, also irgendwo um die 100.000 Dollar, vielleicht so 90.000 Euro. Das ist im Prinzip auch dann die höchste Kontoklasse, kann man sagen, zumindest bei TradeStation Global und bei Interactive Broker. Da hat man Portfolio Margin, das heißt, sie haben noch eine höhere Margin-Möglichkeit, mehr Kaufkraft, wenn man so nimmt, und können natürlich dann auch verschiedenste Produkte handeln, ohne jetzt Margin-Probleme zu haben. Man kann es im Prinzip auch dann einfach mal runterbrechen, das würde ich vielleicht mal ein ganz einfaches Beispiel durchführen. Weil im Prinzip werden jetzt einige kommen und sagen, ja, ich kann aber oder ich habe jetzt mit 20.000, 30.000 Euro Konten auch meinen Lebensunterhalt verdient. Das ist natürlich überhaupt keine Frage. Das kann man durchaus in der Form so gestalten. Ist immer die Frage, in welchem Risiko geht man dann in dem Markt. Nehmen wir mal 100.000 Euro. Das heißt, am Ende ist ja immer eine Frage zwischen Chance und Risiko. Und wenn ich jetzt einfach mal eine Kalkulation aufstellen möchte,
die sehr vorsichtig hier kalkuliert, dass wir, ja, ich sag mal, 2% im Monat generieren. Dann haben wir im Prinzip eine recht simple Berechnung. 2% im Monat, da haben Sie einen Profit von 2000 Euro. Ich glaube, das sind zumindest bei vielen die Grundkosten gedeckt. Es wird Monate geben, wo man natürlich deutlich darüber hinaus liegt. Aber man sollte, sage ich mal, auch eine Kalkulation, wenn man einen gewissen Zeitraum simuliert gearbeitet hat oder auch vielleicht mit kleineren Konten, diese Größe einfach mal als Durchschnittswert für die letzten 12 Monate berechnen lassen. Und dann immer ganz wichtig zu schauen, mit welchem Risiko haben sich die 2% eingekauft. Weil wenn Sie zwischenzeitlich mal mit 10% im Minus waren Ihres Kontos, dann haben Sie natürlich ein Chancen-Risiko-Verhältnis, was sehr, sehr schlecht ist. In Performance von 2% sollten Sie auch mit keinem größeren Drawdown als 2% erwirtschaften. Dann haben Sie ja, auch dementsprechend ein gutes Sharpe-Ratio, was wir auch schon einmal bei einem Strategievideo mit erklärt hatten, wie sich diese Zahlen zusammensetzen. Dies war natürlich jetzt ein sehr konservatives Beispiel für eine Performance, aber es ist natürlich generell immer schwierig, hier konkrete Zahlenbeispiele zu bringen. Das war, wie angesprochen, halt auch mit einem niedrigen Risiko. Ich glaube, mit einer gewissen Erfahrung ist es dann auch ohne Probleme möglich, 5-6% im Monat zu machen. Nur, dass man auch immer im Hinterkopf behält, dass natürlich da auch ein Zinseszinseffekt ist und sie bei 2% pro Monat natürlich dann auch im Jahr irgendwo bei 30% liegen. Also das klingt immer wenig, aber war auch ein dementsprechend konservatives Beispiel. Und ich glaube, generell sollte man gerade als Anfänger natürlich auch eher konservativer als die Sachen an die Sachen rangehen. Ich sage immer, das Risiko können Sie jederzeit später erhöhen. Es ist wichtig, das Risiko zu verstehen und das Risiko, sage ich mal, zu minimieren. Alles andere können Sie dann ohne Probleme auch nach oben ausbauen. Das ist immer ganz wichtig, Chance-Risikofaktor und das dann einfach mal für Ihren Zeitraum auch ein Stück weit runterzubrechen. Und wird wahrscheinlich viele erschrecken, aber ich würde schon sagen, im hohen fünfstelligen Bereich oder im niedrigen sechsstelligen Bereich sollte man beginnen, um dann wirklich auch solide mal 1-2 Monate zu verkraften, wo Sie vielleicht keine dementsprechend positive Performance generieren können. Ansonsten ist es halt immer so, wenn Sie sehr stark, sage ich mal, an der Grenze arbeiten, wenn dann mal ein wirklich schlechter Monat dazukommt, ich kenne es aus dem eigenen, aus den eigenen Erfahrungen, dass man dann wieder unter Druck gerät und die nächsten Monate größeres Risiko eingeht, um diesen einen Monat aufzufangen. Und das passiert Ihnen halt bei größeren Konten nicht, da Sie dann auch immer ein Stück Puffer haben. Deswegen auf keinen Fall mit den Reserven irgendwie versuchen, das hier, sage ich mal, unter Druck aufzubauen, sondern wirklich einen Puffer zu haben, dass man auch mal sagt, 1-2 Monate ohne positive Performance kann man ohne Probleme aushalten. Und um detailliertere Informationen zu bekommen, wie bereits erwähnt, gehen Sie gerne direkt auf unsere Webseite. Nicht wundern, in der nächsten Woche wird diese nochmal neu gelauncht. Das heißt, das Layout wird etwas anders aussehen. Aber im Prinzip finden Sie oben das Feld Kontakt und können uns dort gerne Ihre Fragen, Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, sodass wir Ihnen die Informationen, die notwendigen Informationen zur Verfügung stellen und Ihnen gerne bei den Kundeneröffnungen behilflich sind oder auch noch weitere Informationen geben, falls Sie sich noch nicht sicher sind, in welchem Bereich Sie sich bewegen wollen. Und für weitere Informationen können Sie sich hier gerne auf unserer Webseite registrieren. Da können wir auch gerne ein persönliches Gespräch dazu führen, falls da noch Fragen offen sind. Ansonsten, um kein Video zu verpassen, subscriben Sie einfach hier zu unserem Channel und würde mich freuen, wenn Sie auch bei den nächsten Videos wieder mit reinschauen. Vielen Dank.